Für viele der glücklichste Tag im Leben, die feierliche Trauung. Doch wie, so fragen sich Ehepartner wie auch Seelsorgerinnen und Seelsorger, kann das Glück einer Beziehung erhalten bleiben? Pfarrer Jaroslav Duda von Bülach gibt eine Garantie. Mindestens 15 Jahre halten seine Ehen. Sein Erfolgskonzept, die Ehegarage. Seine Bedingung, wie ein Auto jedes Jahr zur Garage muss, so müssen die Paare jedes Jahr zu ihm. Oder besser, dürfen. Die beiden Stunden bei ihm gehören für die meisten zu den wertvollsten Stunden zu zweit. Wo die Beziehung angefangen hat, was habe ich in diesem Moment gedacht? Habe ich gedacht, das ist er, das ist sie? Wie kann ich mitteilen, meine Liebe? In Worten? Mit Taten? Energie müsse da investiert werden, so wie der Strom für Pfarrer Dudas Lieblingsspielzeug. Wenn ich etwas im Leben erreichen möchte, auch für die Beziehung, ich brauche mich einsetzen für das, was gut ist. Und dann brauche es Sorgfalt, um stets das Gleichgewicht zu wahren. Vergesse ich meine Beziehung, gebe ich weniger Energie dazu, dann kann so etwas passieren, dass man auf der Nase landet. Und dann muss man Geduld haben, Zeit investieren, dass man wieder die Beziehung in Ordnung bringt. Simon, kannst du probieren? Das ist schwierig. Wie mit der Beziehung. Man sagt, ich habe probiert, ist nicht gelungen. Schön, eben. Es ist einfach, muss man die Mitte finden und loslassen können. In der Beziehung kann man nicht jemanden festhalten, sonst funktioniert das nicht. Ich finde es etwas Spezielles, weil man ist wieder da in der Partnerschaft, man ist wieder in der Präsenz. Den Alltag verliert man eigentlich einmal für einen Moment und kommt wirklich mal an, wo bin ich gewesen oder wo habe ich gestartet, wo ist der nächste Schritt, ja, und wie geht es weiter? Also ich finde es sensationell. Wo ist der nächste Schritt? Frau Stadler hört mit geschlossenen Augen ganz genau, wie ihr Mann die Umgebung beschreibt. Wie kam Pfarrer Duda auf die Idee, mit Ehepaaren solche Übungen zu machen? Er erinnert sich, wie er von einer Trennung eines von ihm getrauten Paars erfuhr. Da habe ich erfahren, dass die beiden, die ich so gut gekannt habe, von der Vorbereitung her nicht mehr zusammen sind. Dann habe ich gedacht, vielleicht mache ich etwas Falsches. Ich konnte mich nicht vorstellen, dass die Leute, die sich so sehr geliebt haben, jetzt nicht mehr zusammen sind. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, mich zu fragen, was kann ich ändern in meiner Arbeit. Und ich habe festgestellt, ich habe zu wenig Kontakte mit diesen Menschen. Und das hat sich nun deutlich geändert. Das Paar ist inzwischen zu einer neuen Übung übergegangen. Was schätze ich am Ehepartner? Ich darf es ihm auf den Rücken schreiben. 2, 3, dasselbe macht man auch für Schwierigkeiten. Eine wertvolle Übung. Eben auch mal können das Negative aufschreiben und auch diese Punkte ansprechen. Ich finde das sehr wichtig. Und ich denke, je länger eine Beziehung geht, umso wichtiger wird das. Und mindestens genauso wichtig ist der Segen Gottes, ist Pfarrer Duda überzeugt. Er macht den beiden darum eine Überraschung. Ein kleines Geschenk. Okay. Ihr könnt das auspacken und schauen, was das ist. Das ist ein Taukreuz aus Assisi, aus Umbria. Mhm. Die drei Knöpfe erinnern uns an den heiligen Franziskus. Und er hat sehr oft etwas Ähnliches getragen. Okay. Und wenn ihr ab und zu Nase voll habt mit dem Alltag, dann kann man das Kreuz in die Hände nehmen und probieren, neu zu beginnen. Das ist immer abenteuerlich und spannend.